Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 14. So, Jack hat Alfred versucht umzubringen oder... Ja, hat ihn auf jeden Fall angegriffen, sitzt deswegen jetzt im Kerker. Der Grund dafür ist, dass Aljena ihn heiraten wird, weil sie ein festes Einkommen braucht, um ihren Bruder zu unterstützen. Und, ja, um halt William vom, von der Grafschaft halt wegzukriegen. Und Jack ist ja jetzt Mönch geworden und ja, nun ja, gut. falls ihr mich ein bisschen schniefen hört. Ich versuche es zu vermeiden, aber ich bin sehr stark erkältet. Deswegen, genau, gucken wir mal in die Öffnung. Hier passe ich nicht durch, hat keinen Zweck. Hier passe ich. Psst. Unsere Mutter. Jack. Mutter. Direkt unter der Zelle verläuft ein Kanal. Such nach einer losen Platte im Boden. Sie klingt hohl. Musst du mal eben hier was verrücken. Woher weißt du das? Also sie bestimmt auch schon mal im Gefängnis war hier. Ich weiß nicht. Was das mit der Mutter nochmal auf sich hat. So, wir gucken jetzt erstmal. Hier ist erstmal Mauern. Das hat man davon, wenn man hilft, Mauern zu bauen. Ja. Sie stellen einem eine direkt vor die Nase. Okay, Schüssel. Können wir definitiv gebrauchen. Tür. Mir ist egal, wer auf der anderen Seite ist. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Nichts. Dann nehmen wir jetzt große Steinplatte, noch eine Steinplatte, noch eine Steinplatte. Okay, große Steinplatte. Ich krieg sie nicht ohne weiteres hoch. Mhm. Noch? Die Spalten sind zu schmal, um mit der Hand zwischen die Steine zu kommen. Okay. Oh. Was könnte man denn... Eine der Steine müsste hohl klingen. Klopfen wir mal. Klang für mich jetzt hohl. Das könnte es sein. Ja. Das wird nicht klappen. Okay, was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir tun? Hier passe ich nicht durch. Da vielleicht nochmal? Vielleicht, wenn wir... Ich will nicht, dass jemand kommt. Ich bin fertig mit Ihnen. Wasser dann vielleicht auffangen? Nein, ich könnte sie brauchen. Ja, aber für was? Hierfür? Die Schale würde brechen. Die Platte ist zu schwer. Ja, was wollen wir denn dann? Mensch. Junge macht mich schon wieder fertig hier. Nein. Ich will nur raus und weg und nie mehr wiederkommen. Ach, mein Gott. Das bringt nichts. Was könnte ich denn tun? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Da geht's zwar nach draußen, aber ich passe da auf keinen Fall. Ja, das haben wir ja schon. Ich muss ja kurz herausfinden, wie hier... Ja, die ist fest. Das ist klar. Hm. Klingt nicht wohl. Nope. Wir haben ja hier nicht wirklich viel. Die Öffnung, das die Tür. Mauer. Ich bin kein Mensch, wenn ich erst draußen bin, werde ich nie wiederkommen. Ich bin jetzt gerade ziemlich aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mutter hatte recht. Es klingt hohl.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Ich will nicht, dass jemand... Ich bin fertig mit... Ja, aber wir müssen ja jetzt mal gucken hier, ich wie... Ich will nicht... Ich bin... Philipp hält mich gefangen wie ein Tier. Ich weiß nicht, wie ich hier gerade rauskommen soll, ey. Das ist jetzt gerade... Wenn ich jemanden treffe, sperrt man mich noch länger ein. Vielleicht hier? Nein, ich will nur raus. Boah. Hier? Nein, ich will nur... Ja, dann weiß ich nicht. Nein. Was? Lass uns mal gucken hier. Mauern, 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 Mauern. Ob ich hier irgendwas finde. Öffnung. Ich kann ja auch nicht Wasser auffangen oder so. Also ich... Ich weiß nicht, wie ich hier was machen soll. Ja, weiter, aber... ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Das ist die Einzige, die auf die Verlass ist. Und das ist die Einzige, ja. Mehr sagt er das. Ist das die richtige? Nein. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich weiß es nicht. Ich habe keine, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe da jetzt wirklich alles versucht. Ich finde auch nichts. Aber wisst ihr was, ich google das jetzt. Es tut mir leid, aber ich bin da jetzt ein bisschen überfragt. Die Säulen der Erde. Game. Jack. Gefangen. Kann man auch nehmen. Komplett gelöst. Ja, komplette Lösung will ich ja gar nicht haben. Eddie Redmayne. So hieß der Typ, der hier die fantastischen Tierwesen gespielt hat und auch den Jack in der Serie Die Säulen der Erde. Ja, dann muss ich mal kurz einmal in die Komplettlösung reinschauen, aber ich will nicht alles lesen. Das ist nein, 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 Komplettlösung. Wir sind jetzt Kapitel 14, genau. Okay, das ist abschieben, oder? So. Okay, ich bin in den. So ein Fischen. Ach. Hä? Nehmt die Schüssel und hebt mit ihr die kleine Steinplatte an. Oh, okay. Dann Lösung aus und weiter. Ah, da wusste ich, das habe ich jetzt. Da, die habe ich jetzt echt übersehen. Klar. Die kriegt man jetzt raus, logisch. Dann ist da jetzt schon mal ein Teil weg. Und dann kann man jetzt die andere so hochheben. Logisch, logisch, logisch. Jetzt, wo das Loch da ist, kann ich die Platte hochheben. Jetzt macht's auch Sinn. Hab ich nicht gesehen.
Sie hatte recht. Ach, guck mal einer an. Jack, sag's mir, war es wegen Aljena? Ich weiß von euch beiden. Ich weiß es schon lange. Und woher wusstest du, wie man aus der Zelle rauskommt? Woher wusstest du es? Dein Vater. Er war da auch drin eingekerkert. War er ein Mönch? Nein. Sie sagten, er sei ein Dieb. Aber das stimmte nicht. Aber er war unschuldig. Wieso? Was ist damals geschehen? Irgendjemand in Kingsbridge gab ihm einen juwelenbesetzten Kelch und sagte, er könne gehen. Etwa eine Meile entfernt wurde er festgenommen und des Diebstahls beschuldigt. Für sie war es wie ein Spiel. Sie sagten, er hätte einen Kelch aus der Priorei gestohlen. Wer sagte das? Drei Männer. Er konnte fliehen, so wie du. Aber sie haben ihn wieder gefangen. Er wurde in Shiring gehängt. Lass mich raten, Remedius? Wer waren die drei? Das ist unwichtig. Und James? Es ist alles längst vorbei. Du sagtest mir einmal, mein Vater sei ein Jongleur, ein Spielmann gewesen, dass er aus Frankreich gekommen sei. So hat er es mir erzählt. Wer war Jacks Vater? Gerüchte über Jacks Vater. Frühsommer 1141. Jacks Mutter sagte, dass die Gerüchte um Jacks Vater wahr sind. Er wurde in der Tat in Shiring als Dieb gehängt. Allerdings sagt sie auch, dass Jack Sherborg mitnichten ein Dieb war. Sie ist sich sicher, dass drei Männer für seinen Tod verantwortlich waren. Diese drei gaben ihm einen juwelenbesetzten Kelch aus der Priorei von Kingsbridge und ließen ihn später unter der Behauptung, er hätte ihn gestohlen, festnehmen. Ellen möchte nicht über die Männer sprechen, die den Tod von Jack Sherborg zu verantworten hatten. Wer waren sie? Und auch wenn Ellen ihn von Herzen geliebt hat, so bleiben doch die Umstände, unter denen der Spielmann aus Frankreich nach England kam, sogar für sie weiterhin ein Rätsel. Du willst weg von hier? Was, wenn ich dort eine Familie hätte? Es muss dort jemanden geben, der sich an Jack Sherborg erinnert. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich bin kein Mönch. Ich weiß. Und ich kann hier nicht mit Alfred arbeiten. Ich weiß. Du liebst sie wirklich, nicht wahr, Aljena? Ja. Du bist wahrlich sein Sohn, Jack Jackson. Dieser Ort ist zu klein für dich. Nachdem dein Vater starb, ging ich in den Wald, um von all dem wegzukommen. Aber wenn man wie ein Tier lebt, behandeln sie dich wie eins. Lass das nie zu. Niemals. Finde deinen Weg in der Welt. Und wenn er dich wieder zu mir zurückführt, möchte ich viele neue Geschichten hören. Aber sicher. Oh. Die Mörder deines Vaters, ihre Opfer werden zurückkommen und sie heimsuchen. Ich habe es ihnen versprochen. Walloran respektiert euch nicht. Dabei habe ich so viel für ihn getan. Ihr fürchtet um euer Seelenheil. Es gibt viele Priester, viele Bischöfe. Mag sein. Aber ich treffe meine Entscheidung, Walter, nicht du. Wenn Gott will, dass ich Walloran unterstütze, dann wird er es mir sagen. Und wenn nicht? Was dann? Werdet ihr euch weiter von Walloran benutzen lassen? Ach, die Mutter ist wach. Zurück in Kingsbridge. Die Mutter. Ach, Aljena.
Taucht Jack jetzt noch irgendwo auf und verabschiedet sich? Ja, der steht da im Schatten. Puh, es wird kalt. Wieso hat er sich denn jetzt versteckt? Mein Hund ist schon wieder voll am Hecheln hier. Wieso hat er sich jetzt versteckt? Verstehe ich nicht. Der nächste Morgen. Ah, ich hätte noch zum Webstuhl und so, ich hätte das alles machen können. Ah, ich dachte jetzt aber, ich könnte jetzt schnell und dann könnte ich ihn noch sehen. Aber Pustekuchen. Na, jetzt nicht. Er schläft noch? Er? Tom Bilder hat dieses Haus gebaut. Lady Aliena. Verzeihung. Seid ihr da? Ja, Momentchen, Kind. Meine Familie braucht ein Symbol. Nur für den Eigenbedarf. Ja? Es tut mir leid, euch an so einem wichtigen Tag zu stören. Aber... habt ihr zufällig Jack seit gestern irgendwo gesehen? Nein, was ist geschehen? Er ist fort. Wir haben den ganzen Morgen nach ihm gesucht. Zeige deine Gefühle? Ja, natürlich. Er ist verschwunden? Nun ja, ich fürchte, das ist meine Schuld. Ich habe ihn wegsperren lassen. Aber am Ende habe ich Zorn mit Zorn vergolten. Wir haben ihn alle enttäuscht. Nein, es ist allein meine Schuld. Und ich hoffe, es wieder in Ordnung bringen zu können. Die Mönche durchsuchen bereits den Wald. Ich selbst reite nach Shiring und Martha zu einer Höhle, die Jack wohl kennt. Bitte, lass dies nicht den ersten Tag deiner Ehe vergällen, wo es nur Grund zur Freude geben sollte. Danke. Ach, Alfred ist noch am Pennen. Oh, ja, der war schnell geheiratet, ey. 3 Tage später. Man hat ihn immer noch nicht gefunden? Wie lange ist er jetzt fort? 3 Tage. Ich fürchte, er ist auf und davon. Ich liebe ihn wie einen Bruder. Aber erst versucht er, mich umzubringen. Dann läuft er weg und lässt seine Familie im Stich. Hast du Hunger? Ich könnte was zu essen machen. Großartig. Ich habe Kohldampf. Ei, ei, ei. Nein, ich will nicht nachgrübeln. Nicht heute, okay. Brauchst du Hilfe? Du könntest das Fleisch vorbereiten. Wie mache ich das? Lass gut sein. Ich mach schon. Ich weiß nicht. Na, die Gewürze können wir schon mal mitnehmen hier. 2 Tage später. Was ist denn los, ey? Das springt total schnell. Wie lange sind wir jetzt verheiratet? 1 Woche? 5 Tage. 5 Tage. Das ist ja fast 1 Woche. Naja. Und doch haben wir immer noch nicht... Oh! Du weißt schon. Die Ehe vollzogen. Du hältst dich auf Distanz. Tut mir leid, ich brauche Zeit. Du hältst dich auf Distanz.
Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, aber ich brauche Zeit. Ist schon gut. Manchmal siehst du mich an, als wolltest du meinen, ich sei vielleicht doch kein guter Mann. Aber ich bin ein guter Mann. Glaub mir. Das will jetzt auch keiner bestreiten. Ich sage jetzt nicht, dass Alfred ein schrecklicher Mann oder Mensch ist oder sowas. Aber es ist halt, ne? Ich meine, die Art und Weise, wie er sie, also, ich meine, er war schon hinter ihr her und er hat halt einen, und er nimmt sie auch, obwohl sie schon Sex hatte mit einem anderen, also dementsprechend keine Jungfrau mehr ist. Das war ja früher eigentlich so ein ganz großes Thema. Nur, oh, entschuldigt, ich muss mal einmal kurz, oh, der liegt da so süß drin, ne, in seinem Körbchen. Auf jeden Fall. Das muss man ja wirklich sagen, ne? Das ist, aber es ist halt nicht dasselbe und es fühlt sich irgendwie gezwungen an. Ich muss kochen wieder. Bald brauche ich neue Kräuter. Ja, wir haben ja noch gar, wir konnten noch gar nicht kochen irgendwie. Irgendwie wird hier immer alles. So, Eier in einem Korb. Können wir die auch noch nehmen? So, haben wir hier noch irgendwas? Ich bin froh, dass er mich nie angerührt hat. Boah. Aber das ist doch schon alleine Mädchen, ne? So. Was kochst du? Frumenti. Was ist da drin? Man macht es aus Graupen, Bier, Milch, Gewürzen, Wildbret und Eiern. Hm. Na, solange es gut schmeckt. Hört sich gut an. Jetzt schon wieder 12 Tage später. Zum Beispiel musste ich heute daran denken, was Philipp und du für unsere Arbeiter getan haben, als sie Angst hatten, sie würden kein Geld bekommen. Du hast ihnen Geld angeboten, damit sie bleiben und sich sicher fühlen. Was, wenn ich auch sowas tun würde? So könnte ich ihnen Geld in Aussicht stellen für den Fall, dass was passiert. Als Absicherung. Was hältst du davon? Könntest du es dir leisten? Das muss der Prior entscheiden. Er sagte, er käme morgen gegen Mittag vorbei. Vielleicht könnte er mit uns essen. Und du könntest mir helfen, ihm die Idee zu erklären. Wenn du willst. Ich meine, es wäre gut für dich, was anderes zu tun als kochen und weben. Du bist seit 2 Wochen nicht aus dem Haus gegangen. Sie zählt ganz genau mit. Dieser Stuhl riecht mich total auf, dass der hier so steht. Das macht mich fertig. Nein. Ich bin froh, dass er mich nie angerührt. Ja, ist immer noch dasselbe. Ja gut, wir kochen jetzt hier. Wir schmeißen das jetzt in den Kochtopf. Jetzt sind wieder ein paar Tage um. Am nächsten Tag. Möchtet ihr etwas Wildbret dazu? Nein, danke. Ich bin nur hier, um zu reden. Asketisch wie immer, Vater. Es wird langsam zur Gewohnheit. Fürchte ich. So. Ihr meint also, wir sollten den Bauleuten Geld versprechen, wenn das Vorhaben scheitert? Ja, als Absicherung. Seit dem Wollmarkt sind sie alle verunsichert. Es würde sie beruhigen. Hm. Ja. Insbesondere, da sie dann wüssten, dass sie das Werk nicht zu Ende führen müssen, um reich zu werden. Es klingt so, als würden wir ihnen nahelegen, absichtlich zu scheitern. Hm, daran habe ich noch nicht gedacht. Ja. Seid nicht so zynisch, Philipp. Das bin ich nicht. Es ist nur, es fällt mir schwer, heutzutage an das Gute im Menschen zu appellieren.
Wir haben uns in den letzten Jahren so viel Mühe gegeben. Da haben wir nur Elend und Verderben geerntet. Gar nichts zu tun ist auch keine Alternative. Ich denke, es ist keine schlechte Idee. Wir würden Ihnen nicht zu viel versprechen, sondern gerade genug, um durchzukommen, bis Sie neue Arbeit finden. Es würde Sie ein wenig beruhigen. Ja, das sagtet ihr. Eure Idee zeugt von großem Mitgefühl, Alfred. Danke, Vater. Es ist heutzutage sehr selten, jemanden zu finden, der noch an das Gute im Menschen glaubt. Unglücklicherweise. Ich kann Ihnen kein Geld versprechen, weil man nicht geben kann, was man nicht hat. Seit der Markt aufgelöst wurde, verliert Kingsbridge mehr, als es einnimmt. Wir könnten sogar pleite sein, bevor die Kathedrale vollendet ist. Was? Er hat recht. Sie wird nicht fertig. Aber was ist mit Mutter? Wir wollten sie für Sie bauen. Könnten wir schneller bauen? Die Kirche vollenden, solange noch Geld da ist? Ist das eine Möglichkeit? Baumeister? Ihr sagt ja gar nichts dazu. Es ist schwierig. Aber ja, Alfred könnte sich die Pläne ansehen. Vielleicht ließe sich manches abkürzen. Ich bin da noch keine große Hilfe, aber ich werde tun, was ich kann. Das kriege ich hin. In Ordnung. Ich verspreche, ich werde über euren Vorschlag nachdenken. Oh, my lady, eure Suppe. Ist ja jetzt fertig, so langsam. August. Oh. Martha? Danke. Was? Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder so hart arbeiten kann. Hat sie gerade einen Babybauch gehabt? Er tut, was er tun muss. Ich hätte es nie gedacht. Wirklich. Alfred hat sich wirklich verändert. Er war immer so ein Rüpel. Ihm scheint wirklich etwas daran zu liegen. An Kingsbridge, an dir, an unserer Familie. Ich kann's kaum erwarten, dass du mir einen kleinen Neffen oder eine Nichte schenkst. Nee. Ah! Oh mein Gott, es ist Jax! Das wird nicht geschehen. Nein? Nein. Oh. Übrigens. Ich habe die blaue Farbe, die du haben wolltest. Sie ist von einem Weidhändler in Winchester. War nicht einfach zu finden. Oh, herzlichen Dank, Martha. Ich schätze, jetzt muss ich meine Weberei wohl fertigstellen. Wie geht es damit voran? Danke, ganz gut. Was hält Sir Richard von der Idee? Ich hab's ihm noch nicht gezeigt. Wenn er herkommt, geht es immer nur um Geld. Aber so lautet die Abmachung. Er kämpft und ich zahle. Ein ewiger Kreis. Das Wappen soll uns daran erinnern, wer wir sind und woher wir kommen, damit wir unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Hast du dich schon für ein Wappentier entschieden? Du solltest wirklich ein Tier drauf haben. Es wird einen Löwen zeigen, es wird einen Fuchs, oh, Fuchs wegen ihm. Es wird einen Adler zeigen, es wird einen Bär zeigen. Sie schätzt sich eher als Löwe ein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber ich würde es gerne. So ein Fuchs hat aber auch mal was. Hat man noch nicht gesehen, ne? Also ich nehme Fuchs. Es wird einen Fuchs zeigen. Oh, Füchse sind klug. Das gefällt mir. Ellie, es tut mir leid, dass ich was von einer Nichte gesagt habe. Ich dachte nur, im letzten Monat, du wärst, naja, etwas rundlicher geworden? Mhm. Oh, ich werde bloß dick. Du wirst nicht dick. Nun, es gibt für mich nicht viel mehr zu tun, als rumzusitzen und zu essen. Dann sollten wir mal spazieren gehen, die Beine bewegen und etwas Sonnenschein abkriegen. Sehr gern. Das würde mir sehr gefallen. Aber heute nicht. Ich muss erst das Wappen fertig machen. Es zu Ende bringen, solange ich noch kann. September. 2 Monate. Upsala. Ich kann nicht. Scheiße. Ich dachte, ich könnte ihn stoppen. Weil ich muss Schluss machen. Oh. Sorry. Ich kann Jax... Okay, ich muss jetzt eben Schluss machen, meine Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.